Nie war Drucken leichter. Schicken Sie Ihren Auftrag an cwprint.de. Schon kümmern wir uns darum. In jeder kleinen oder großen Auflage. Und in jedem Format. cwprint.de, Ihr Online-Druckpartner. Jetzt 1000 Flyer ab 19,90. Der Star ist der Rasterdom. Zum 50. Mal in Serie ist die Halle ausverkauft. Auch eine Handvoll Gäste aus Gießen hat sich zum Jubiläum eingefunden. Seit der letzten Saison immer mit 3140 Zuschauern pickepacke voll. Der Rasterdom. In dem übernimmt gleich zu Beginn ein Mann das Kommando. Es ist Rasters Kevin Smith. Ruckzuck sind die ersten zwei Dreier eingenetzt. Sein Team führt mit 9 Punkten gegen den Favoriten. Das reicht dem gebürtigen Oldenburger aber noch nicht. Er läuft richtig heiß, schießt alles rein, was zu haben ist. Von rechts natürlich mit links zum bereits vierten. 100% seine Quote im ersten Viertel. Insgesamt 14 Punkte nach 10 Minuten. Sensationell. Oh, ich habe offene Würfe gekriegt, die Mitspieler für mich erspielt haben. Und die habe ich glücklicherweise getroffen und da habe ich mich ziemlich gut gefühlt heute. Ich denke, dass wir als Team noch super verteidigt haben im ersten Viertel und dadurch schnelle Punkte geschafft haben. Der Traumstart beflügelt das Publikum. Doch den 28 Rasterpunkten im ersten Viertel folgen nur magere 11 weitere im zweiten. Es läuft nämlich bei weitem nicht alles rund am Samstagabend. Und so können die Gießen 46ers auch langsam aber sicher ins Spiel finden. Vom schnellen 15-Punkte-Rückstand erholen sich die Gäste zeitig, legen zu Beginn des zweiten Viertels einen 9-0-Lauf aufs Parkett. Raster aber stabilisiert sich wieder. Dennis Tinnen, eben noch mit dem Ballverlust, setzt sich rigoros durch. 32-25 für die Fechter. Hin und her geht es nun. Weiter absetzen kann sich Raster nicht. Die Hessen sind wieder an der Reihe und verkürzen erneut. Ja, Gießen ist eine Spitzenmannschaft, ne? Und wenn wir Fehler machen, nutzen die das natürlich aus. Und da waren ein paar Unkonzentriertheiten, die, wie du da eben gesagt hast, ich habe die Mannschaft schon vorgewarnt, dass es Gießen ist die beste Mannschaft bei den Steals in der Liga. Und das haben die auch in der zweiten Halbzeit oder das zweite Viertel sehr gut gemacht. Über das gesamte Spiel treffen die Gäste sehr gute 59% ihrer Würfe aus dem Feld. Geht mal einer daneben, sind Rasters Big Men zur Stelle. Ganz stark bei den Rebounds Oliver Mackeldanz mit 13. Und als dann auch noch Richie Williams sein Wurfglück wiedergefunden zu haben scheint, steht der Rasterdom Kopf. 4 Punkte Führung zur Halbzeit und nach dem Seitenwechsel macht dann auch endlich der am Wurfarm verletzte Derek Wright seine ersten Punkte. Raster Fechter behauptet die Führung über die gesamten 40 Minuten, eine starke Vorstellung. Dran aber sind die Gießen 46ers eigentlich immer. Benny Lischka mit 15 Zählern, Gießens Bester, verkürzt Mitte des dritten Viertels erneut auf nur noch 3 Punkte. Die richtige Antwort parat auf diese Annäherung hat Kevin Smith. Der trifft in der 27. Minute seinen 5. Dreier. Ein großes Spiel des 23-Jährigen. Kevin Smith war heiß. Ich glaube, er konnte heute so gut wie gar nicht daneben ziehen, höchstens beim Korbleger. Er und Oliver haben heute super gespielt. Das brauchen wir jetzt immer. Und die Raster-Fans. Als sie einmal mehr einen Gießener an der Freiwurflinie nach Leibeskräften irritieren, stellt sich sofort der Erfolg ein. Gießen trifft nur 6 von 12 dieser Würfe. Profiteur in diesem Falle ein entschlossener Donald Lawson. Der Rasterdom bebt, ein Riesenspaß für die Fans und für Lawson selbst. Ich freue mich immer, wenn ich danken kann. Dunkings sind einfach schön. Kevin hat mich super angespielt, das brauchen wir. Solche Aktionen, um uns weiter zu pushen, anzutreiben. Die Begeisterung im Schmuckkästchen an der Pariser Straße ist zurück nach Wochen des Frusts. Den schiebt im Spiel wegen sehr guter Defense der Gießener auch Chase Griffin. Ende des dritten Viertels aber trifft auch der Guard zum 57-51. 6 Punkte Vorsprung also nimmt Raster mit in die letzten 10 Minuten. Oliver Mackeldanz trägt seinen Teil bei, einen großen wohlgemerkt. 12 Punkte und 13 Rebounds, das nächste Double-Double für den 2,11 Meter Mann. Abgeschüttelt sind die Hessen aber noch lange nicht. Beim 66-63 für Raster hat Richie Williams das nötige Selbstvertrauen für einen ganz wichtigen langen Zweier. 9 Punkte, 4 Assists, 2 Rebounds. Williams kommt wieder. Ich denke, er wird von Spiel zu Spiel besser. Es braucht nach einer langen Pause halt seine Zeit, um wieder einen Rhythmus zu finden. Er ist ein Kämpfer, ein toller Spieler. Ich rechne jederzeit mit etwas Großem.
Großes Herz beweisen die Rastaner oftmals in der Verteidigung. Axel Jarchow und Lawson machen unter dem Korb alles dicht. Doch gefunden wird doch noch ein 46er. Leider. Liszka mit Ablauf der Uhr zum 66-68 aus Sicht der Gäste. Die Partie auf des Messers Schneid. Die dann folgende Minute ist die von Kevin Smith. Der Zehner verschafft sich den Platz und vollendet butterweich. Und auch im nächsten Angriff macht der Guard ernst, scheint zu wissen, dass das sein Abend ist. Auch der geht rein, Rasta führt wieder mit 6 Punkten, noch 3 Minuten 15 zu spielen. Ja, war natürlich ein geiles Gefühl bei den Fans, dann 4 Punkte in Folge zu machen. Auch das ganze Spiel, man wird so gefeiert, wenn man trifft. Ja, hat mich gut gefühlt. Gut ist aber auch Rastas Verteidigung, zum Beispiel von Williams. Der zieht hier das ganz wichtige Offensivfoul, Riesenjubel im Rasta-Dorf. Dieser Ballgewinn, einfach Gold wert, Balsam auf die Seele des zuletzt offensiv wenig erfolgreichen Point Guards. Ja, Richie spielt, seit er hier ist, super Verteidigung. Ja, der hat ein bisschen Wurfpech, aber der arbeitet dran. Und heute war seine Defense sehr entscheidend. Und die Würfe, die er getroffen hat, waren natürlich sehr wichtig für uns. Aber in erster Linie war der Defense ausschlaggebend für uns. Tatsächlich schafft es Rasta aus der guten Defense heraus, kontrolliert zu Ende zu spielen. Letzte Zweifel beseitigt Chase Griffin aus 8 Metern. Die Punkte 5 bis 7 des Amerikaners zum 79-69 machen alles klar. Rasta ist durch. Chase muss nicht immer 20 Punkte machen, um einen entscheidenden Akzente zu setzen. Die Dreier war sehr wichtig und ja, und das ist Chase halt. Ne? Mann des Abends ist ohne Frage Kevin Smith. 23 Punkte, 4 Assists, 2 Rebounds, nur ein Ballverlust und alle haben sie ihn lieb im Rasta-Dom. Und Smith, der will mehr für Rasta. Klar, wir müssen hoffen, dass noch was geht. Wenn wir weiter so spielen und unsere Spiele gewinnen, denke ich, dass noch was geht. Und das müssen wir auch erstmal bestätigen am Sonntag, die Leistung von heute. Und dann bin ich guten Mutes. Auf Händen werden sie ihn sicher nicht bis zum nächsten Spiel nach Heidelberg tragen. Gemeinsam geht's am Samstagvormittag mit dem Bus an den Neckar. In Heidelberg warten die am Freitag ebenfalls siegreichen MLP Academics. Für das Rasta-Team ein weiteres Endspiel um einen Platz unter den besten 8. Der Traum von den Playoffs erlebt ganz plötzlich wieder, auch dank Kevin Smith. Nie war Drucken leichter. Schicken Sie Ihren Auftrag an cwprint.de. Schon kümmern wir uns darum. In jeder kleinen oder großen Auflage. Und in jedem Format. cwprint.de, Ihr Online-Druckpartner. Jetzt 1000 Flyer ab 1990.